meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich die lang ersehnte Auflösung des Gewinnspiels vom ersten Advent und es gibt, weil der dritte Advent ist und dazu möchte ich euch auch einen wunderschönen dritten Advent wünschen, noch ein Gewinnspiel. Das war jetzt ein ganz schön langer Schaffelsatz. Ja, jedenfalls habe ich heute noch ein krasses Gewinnspiel für euch und wenn ihr das Bild oder den Titel gesehen habt, dann wisst ihr es schon, aber erstmal würde ich sagen, sage ich euch, wer gewonnen hat, wer die zwei, so die Kissen gewonnen hat, von mir das Kissen und ein Kissen eurer Wahl. Gab es zwei Leute, die das gewonnen haben und die Pummel-Einhorn-T-Shirts oder Tops. Und ich würde sagen, ich blende euch die Gewinner hier einfach mal über den Bildschirm ein. Und das ist wieder komplett zufällig gewesen, einfach nur so, bumm, fertig. Und also nicht, das hat nichts damit zu tun, wer jetzt das Beste geschrieben hat oder wer jetzt das, ja, den nettesten Kommentar geschrieben hat oder den einfallsreichsten, sondern einfach nur Zufall, weil es sonst wirklich unglaublich schwer ist, irgendjemanden rauszufinden, den ich da irgendwie besser finde, weil einfach die meisten Kommentare von euch ultra süß sind. Und ich habe euch auch schon den Gewinnern, gerade eben, bevor ich dieses Video gemacht habe, auch schon eine E-Mail geschickt, also nicht keine E-Mail, sondern eine Facebook, was rede ich? Eine YouTube-Nachricht. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure YouTube-Nachrichten anguckt, das ist eigentlich ganz leicht. Also bei mir ist es zumindest so, ich hoffe, dass das bei jedem so ist, aber ich denke schon. Ihr geht auf dieses, euer Profilbild oben, was ist das? Rechts, auch von euch aus rechts, ja. In der Ecke, wo, und dann kommt da YouTube-Studio, wenn ihr da drauf drückt, dann habt ihr ja euer Dashboard, also das, wo alles Mögliche steht, eure Videos, ob wenn ihr keine habt oder nicht, und eure Kommentare und so weiter und so fort. Und da könnt ihr bei Community, müsste das an der Seite stehen, das müsste dann links sein, da müsste Nachrichten sein. Ich hoffe, dass das bei euch auch so ist und nicht nur bei mir. Wenn es jetzt Quatsch ist, was ich erzähle und es bei euch anders ist, dann schreibt gerne unten in die Kommentare, wie das ist, dass die Leute das auch finden, weil das ist halt wichtig, weil dann habe ich euch halt da angeschrieben und so, damit ihr mir da auch wirklich direkt zurückschreibt. Und ja, so viel dazu. Und jetzt kommt es zum neuen Gewinnspiel, aber erstmal möchte ich euch erzählen, beziehungsweise in meinem letzten Video, wo ich euch gezeigt habe, wie ich diese Haarfarbe getönt habe, da haben ja ganz viele gefragt, weil ich da hingeschrieben habe, Extensions von Poppy Fashion, haben sich sehr viele gewundert und meinten, hä, Poppy Fashion, seit wann machen die denn Tape-Extensions? Und ja, ganz am Anfang, als ich eben die anderen Tape-Extensions probiert habe, hatten die von Poppy Fashion noch keine Tape-Extensions. Und genau zu dem Moment, wo ich die dann ausprobiert hatte, haben sie auch welche in den Shop bekommen. Und natürlich habe ich die jetzt auch drin, um sie zu testen. Und ich habe hier noch ein paar Einzelstücke, die ich euch zeigen kann, die übrig geblieben sind. Ich habe jetzt insgesamt, also so viel ist halt noch übrig geblieben, das sind 5, 6, unten liegt noch einer, sind 6 Einzelsträhnen, die noch übrig geblieben sind. Ich habe jetzt 2 Sets in meinen Haaren, also sprich 200 Gramm, aber das sind wirklich sehr viele Haare. Also ich habe ja wirklich von Natur aus auch sehr feines Haar, deswegen würden wahrscheinlich 100 Gramm auch komplett reichen bei mir. Aber ich mag das halt ein bisschen, ja, es ist mir klar, dass es nicht ultra natürlich aussieht, aber es sieht halt, finde ich, total schön aus. Ich mag das so, wenn die unten so ein bisschen voller sind und so, ja, halt einfach viele Haare sind, deswegen habe ich halt 2 Pakete drin, aber für jeden, der so normal feines Haar hat wie ich und so wirklich, wenn ihr richtig dicke Haare habt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nehmt 2 Packungen, aber sonst reicht auch wirklich eine, weil vor allem, wenn ihr sie einmal gewaschen habt, dann sind die halt auch nochmal ganz anders, weil die dann halt nicht mehr so schniegelglatt gebügelt sind, wie sie sind, wenn sie das von dieser Fabrik direkt zu euch kommen, sondern dann sind die halt schon so, das ist halt, was ich hier in der Hand halte, sind halt, wie gesagt, 5 Einzelsträhnen. Das ist jetzt von der Dicke her zwar nicht so viel, halte ich es euch hier hin, so, aber es ist halt, seht ihr, es ist halt viel Haar. So, und ja, das wollte ich eigentlich dazu nur erstmal sagen. Wir haben jetzt Tape Extensions und ich habe auch heute meine Haare zum ersten Mal mit denen gewaschen, weil ich habe das Glück, meine Haare sehr selten waschen zu müssen, weil meine Haare nicht so schnell fetten. Und das mache ich dann natürlich auch nicht so oft, weil es ist besser für die Haare und ja. Weil bei Tape Extensions erkennt man wirklich, wenn man sie wäscht, also die Haare wäscht mit den Extensions, ob die gut sind oder nicht. Weil ich habe auch schon gelesen, dass die Tapes wohl rausgehen sollen. Normal, wenn ihr sie mit silikonfreiem Shampoo wascht, ich nehme immer, haben mich auch sehr viele gefragt, das von Balea. Einfach ganz normal, dieses von Balea, die Eigenmarke, das Shampoo. Das ist halt silikonfrei und das funktioniert bei mir super. Ich schmiere mir das wirklich auch zwischen die Tapes so richtig rein, hinten am Hinterkopf, richtig schön dazwischen massieren. Weil das ist auch wichtig, dass ihr die Kopfhaut da hinten auch schön reinigt, weil da halt wirklich viele Haare immer drüber liegen. Ja, aber das ist eigentlich nicht das Thema. Jedenfalls, es
geht den Extensions super, sind keine lose geworden, keine rausgegangen, die sind genauso fest wie vorher, sie sind halt auch genauso gut getrocknet wie die anderen, halt, also mit Extensions trocknen die Haare halt eh schwieriger, weil es halt Extensions sind und sehr viele Haare auf dem Haufen, und aber genauso schnell wie mit den anderen Tape Extensions, kein Verhältnis zu den Glue Extensions, es hat ewig gedauert im Verhältnis dazu, und ja, also ich bin bis jetzt mehr als zufrieden. Die lassen sich auch super schön locken, wie man sehen kann. Das ging super schnell. Ich habe einfach nur ganz große Strähnen genommen, habe die mit dem Eisen eingedreht und sie halten, und ich bin begeistert. Ja, ich bin jetzt natürlich auch froh, dass ich euch dann auch so ein tolles Weihnachtsgeschenk machen kann und euch auch noch wenigstens zwei von euch glücklich machen darf, weil es ist halt super nett, dass ich von Poppy Fashion diesmal sogar zwei Sets bekommen habe, die ich an euch verschenken kann, weil ich weiß, dass ihr die Extensions und so, das ist immer so, wenn ich Extensions-Gewinnspiele mache, seid ihr da immer am glücklichsten drüber, weil das halt einfach auch wirklich, wenn man es kaufen muss, halt wirklich einen hohen Wert hat, und das ist mir auch bewusst, und deswegen freut mich das so, dass ich halt zwei von euch glücklich machen kann. Und zwar haben wir hier zum einen, ich lasse das mal so eingepackt, haben wir hier einmal ein Set von VP Fashion. Das sind Clip-In Extensions, 45 cm lang, in der Farbe 613A und halt glatt. Und ja, das ist einmal ein Set, was ich an euch verschenken darf und möchte. Und ich dachte mir halt, dass die 613A ist halt einfach die sinnvollste Farbe, weil egal was ihr für eine Haarfarbe habt, ihr könnt einfach jede Farbe drüber färben, drüber tönen, wenn ihr mit Directions arbeiten wollt. Also was auch immer ihr wollt, es ist halt einfach die super Basis für alles. Also ihr könnt sie schwarz machen, ihr könnt sie grün machen, ihr könnt sie rot machen, ihr könnt sie braun machen, ihr könnt sie blond lassen. Wisst ihr, deswegen dachte ich, ist es einfach das Beste. Und 45 cm habe ich jetzt genommen, weil das auch die Länge ist, die ich trage. Und weil ich dachte, das passt einfach ganz gut, dass ich dann auch so die ähnlichen Extensions nehme. Und da die jetzt bei mir zu Hause sind und ich sie dann von mir aus losschicke, könnt ihr auch gerne wieder, wenn ihr möchtet, wie beim letzten Mal, auch ein Autogrammkärtchen dazu haben, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist das auch kein Problem. Ich sage nur, es ist möglich. Und dann haben wir hier das zweite Set. Und zwar sind das einmal ein Set Tape Extensions. 100 Gramm sind das, 45 cm auch und auch wieder in der hellsten Farbe 613A. Ich merke mir diese Zahlen nie, obwohl ich eigentlich ein Zahlenfreak bin. Das ist echt ein bisschen komisch. Ja, jedenfalls auch glatte und 100 Gramm Tapes sind das. Und diese beiden Extension Sets darf ich an euch verschenken. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Wie immer einfach einen Kommentar hinterlassen und sagen, warum ihr die gewinnen wollt. Vielleicht auch gerne, was ich total schön finden würde. Schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr denn mit den Extensions machen? Also warum wollt ihr die, oder habt ihr einen speziellen Plan für eure Haarfarbe? Und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr gewinnen möchtet. Ist euch mal aufgefallen, wie schief mein Daumen ist, wenn ich so mache? So ist es ein normaler Daumen und so ist meiner. Ich bin ein komischer mit einem Daumenmensch. Ja, jedenfalls gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das schön findet und wenn ihr gewinnen möchtet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde wahrscheinlich, hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt, wahrscheinlich werdet ihr die erst kurz nach Weihnachten bekommen, weil ich das also ich habe jetzt eine Woche Zeit. Am nächsten Sonntag werde ich auslosen, wer gewonnen hat. Und dann schicke ich sie auch so schnell wie möglich los. Aber ihr wisst, wie die Post ist zu Weihnachten und so. Deswegen, ich garantiere nicht dafür, dass ihr sie direkt zu Weihnachten kriegt. Aber auf jeden Fall da kurz danach. Also ich schicke sie auf jeden Fall vor Weihnachten los. Versprochen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf. Habt haarigen Spaß und ich hoffe sehr, dass ihr euch darüber freut. Und ich habe euch sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass ich so eine coole Community habe, die mich schon wieder ein komplettes Jahr lang begleitet hat. Das ist so lange. Und ja, wir sehen uns dann. Ich werde sonst nur schnöselig heute. Ich habe halt so einen Schnösel-Labertag. Das ist nicht gut. Wir sehen uns dann. Ciao!